Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei Hitman Absolution. Wir haben Diana abgeknallt und sie hat uns darum gebeten, irgendein Kind zu retten, das nicht so werden soll wie wir. What the fuck? Ich suche natürlich die ganze Zeit auch so ein bisschen Beweise. Und wir sehen schon durch die Wand, da sind ein paar Typen. Aber auf dem Weg dahin ist wohl keiner. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben sie durch die Konzentration auf ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren, und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erledigen. What? What? Okay, das ist ein krasses Gimmick, Alter. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier irgendwie die Leute jetzt verstecken können. Hey. Stell jetzt keine Fragen. Komm einfach mit. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Was machen Sie da? Beweise vernichten. Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich war... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an, hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Ich finde, wir haben uns ganz gut geschlagen. Ist doch okay. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecke und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich, bis ich weiß, was los ist.
dich anrufen? Ja. Oh, du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verlier sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. $37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu. Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das lässt sich einrichten. Part 1. Der König von Chinatown. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Okay. Was soll da schon schief gehen? Beste Preise der Stadt! Beste Preise der Stadt! Nur bei mir! Beste Preise der Stadt! Meinen Sie diesen Laden? Er ist Alter, was ist hier los? Hallo? Ja. Ramonda? Hi, Sammy. Hi, Ramonda, ja. Schmeckt lecker. Also zwei Nüsse. Hey, aufpassen, ihr zwei! Bezahle euch nicht fürs Rumsitzen! Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier rauf! Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Okay. Nur 12 Möglichkeiten? Für absolvierte Herausforderungen erhalten Sie einen permanenten Punktebonus. Je mehr Herausforderungen Sie meistern, desto mehr Punkte erhalten Sie. Viel Erfolg! Danke. Bin schon froh, wenn wir das überhaupt irgendwie schaffen. Das ist der Sportwagen, von dem wir gehört hatten. Schönen Tag noch. Keine Bewegung! Hey, sofort raus da! Okay, da kommen wir also so nicht hin. Und schießen können wir auch nicht.
Oh, wie schön, dass hier auch gleich C4 liegt. Okay, da ist ein Autoalarm. Die Frage ist ja, ob wir das C4 nicht direkt ans Auto anbringen können. Was denn? Hm, was denn? Wow, hören Sie auf mit den Drogen, okay? Sie hatten genug. Okay. Okay, wir müssen nur noch zum Ausgang kommen. Okay, es lief nicht perfekt. Alter, wir wären beinahe rausgekommen, lebend. Gar nicht gut. Holy shit. Das lief alles andere als gut. Alles andere als geplant. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria.
Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Die soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind sie verrückt? Ja, sie sind verrückt. Wie viel ist ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Unsere Ausrüstung? Hören Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das. Oh. Versteckt sich 47 in offenem Gelände, füllt sich sein Instinkt wieder auf. Nice. Ja, lief jetzt nicht. Wir haben es geschafft. Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Ich würde gerne ein Team schicken, aber für diesen Job brauchen wir keinen Hammer. Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie. Sie darf nicht wie Sie, wie Sie. Part 1. Terminus. Okay, ich habe meine Vögel was gefragt und sie haben mir einen Namen zugezwitschert. Lake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihrem Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Dankeschön. Leute, wie das hier laufen wird und vieles mehr, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge von Hitman Absolution. Und ja, hätten wir den Wachmann einfach erledigt, das C4 dahin gebracht, den Autoalarm gemacht und dann wäre der Typ gekommen und wir wären schon längst weit weg gewesen, hätten wir uns einfach nicht verkleidet. Dann hätte keiner gewusst, dass wir das waren. Wir hätten das Teil gezündet, der Typ wäre tot und wir wären einfach rausspaziert. Aber so schlau ist man natürlich erst hinterher. Hier wird's noch sehr chaotisch werden, das verspreche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ich habe gezwinkert, aber das konntet ihr nicht sehen.